Ja. Die Schweine da unten fertig, Kumpel. Streng sein, wir müssen uns beeilen! Was ist hier los, Sheldon? Hab ne Nachricht von einer alten Bekannten. Von wem? Maria Kane. Kane. Sie hat Koordinaten geschickt. Die Docks in El Lucero. Anscheinend ist die Agency in Solis. Und Kane hat uns gewarnt. Scheint so. Es ist schön, Freunde mit Insiderwissen zu haben. Wir sehen weiter, wenn wir an den Docks sind. Hier, halte an! Okay, auf geht's! Siehst knallhart aus mit der Schrotflinte. Ich greife dir dieses Mal unter die Arme, Kleiner. Hast du eine Ahnung, worauf wir uns einlassen? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Du klingst außer Atem. Lauf. Rodriguez! Feuer frei! Agenten! Kein Scheiß, Rico! Das wird mein Mann am Boden! Wir haben Enterhaken! Reden wir später, Sheldon!
Siehst knallhart aus mit der Schrotflinte. Ich greife dir dieses Mal unter die Arme, Kleiner. Manchmal benutze ich in meinem E-Mail. Hast du eine Ahnung, worauf wir uns einlassen? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Du klingst außer Atem. Lauf einfach weiter. Scheiße. Rodriguez! Feuer frei! Agenten! Kein Scheiß, Rico! Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Eindringling auf dem Gelände. An alle Anhalt, Rico! Verpiss dich! Mann am Boden! Die haben Enterhaken! Reden wir später, Sheldon! Schwör ab! Großer Fehler, Rico! Oh. Frisch Blei! Ist dir das lustig? Ich hab den Bastard erwischt! Alles okay, Sheldon? Ja, alles bestens. Die Koordinaten führen zu den Docks. Na dann los. Der Enterhaken ist jetzt Standard. Das ist ein Hovercraft Agency. Mal sehen, was wir finden. Da, halt drauf. Alles klar. Also, die Agency will uns umbringen. Das wird auch Zeit. Verfolgen vermutlich die 3 Millionen teure geklaute Agency-Tag an deinem Arm. Ich leg meinen Haken nicht ab. Nächste Idee? Das kleine Ding hat nicht viel Reichweite. Es muss ein Mutterschiff geben. Vielleicht werden wir deinen Sender da los. Die Agency hat das Hoverboard hingekriegt. Sehr gut. Hey, Kleiner. Das ist wohl das Mutterschiff. Das gibt's nicht. Mal sehen, wer mich da verfolgt. Ho, ho, ho. Boah. Und wie sieht's aus? Wie schafft es sich so? Bist du fertig? Klar. Mach sie fertig, mein Freund. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Dieses Ding ist ziemlich wackelig. Du hast ein Hoverboard und beschwerst dich? Jede Menge Kisten. Wirf sie alle über Bord. Lass ihnen nichts da. Wenn du mit der Sequoia auf die Kisten schießt. Elektromagnetische Sequoia-Schrotflinte. 9,5 mm. Da vorn sind elektromagnetische Schienen. Na bitte! Das kann nicht gut für die Schienen sein. Aber für mich schon. Da kommen Minen, Kleiner! Verstanden. Ha!
Okay, ich nähere mich dem U-Boot. Okay. Es wirkt groß, ist aber ein Standard-U-Boot der Agency. Die USS Watchdog. Ich brauche Infos über Primärsysteme und Feuerkraft. Ich lade sie dir hoch. Es wird Zeit, die zu versenken. Also, wo waren wir? Schalte die USS Watchdog aus, Kleiner. Hey! Wirf die ganzen Kisten ins Wasser. Los geht's. Positioniere mich neu!
aufs Maul! Verpiss dich! Entsichert und geladen. Jede Menge Brennstoff. Für die Agency scheint das eine ziemlich große Operation zu sein. Ja, frage mich, wer dahinter steckt. Sollte sich der zentrale Reaktor öffnen. Ob das Board den Leitungen den Rest gibt? Die machen ziemlich fixen Neustart. Ich beeile mich. Also, wo waren wir? Schalte die USS Watchdog aus, Kleiner. Thank you.
Jetzt sollte sich der zentrale Reaktor öffnen. Ob das Board den Leitungen den Rest gibt? Brücke gefunden. Nun ran an den Steuermonitor. Perfekt. Zerschießt. Watchdog-Steuerung ist alte Eisen.
Luftschleuse. Ich komme nicht zum Maschinenraum. Für ein Agency-Fahrzeug geht sie sicher auf. Such nach einem Hovercraft. Also, wo waren wir? Schalte die USS Watchdog aus, Kleiner. Radartechnik. Gibt sicher einen Grund, warum sie die schwarze Hand beobachten. Er gehört mir! Ich bin im Schuss! Er benutzt die Lichter in Bewegung! Los, weiter, weiter! Das dürfte einfach werden. Positioniere mich neu! Er ist übel!
Ich brauche einen besseren Schusswinkel. Das war der Rest der Infrastruktur. Fährt jetzt nirgendwo hin. Der Kapitän folgt den Vorschriften und aktiviert das Kommunikationsrelais. Die schicken alles, was sie haben, zurück ans Hauptquartier der Agency. Lass das nicht zu.
Kabeln. Die sorgen für einen Kurzschluss. Dann kommt das Relais raus. Wenn du es sehen kannst, zerleg es. Da! Mach das Ding weg! Und wurde eingeschläfert. Finde einen Zugangspunkt und schick mir, was von der Datenbank des U-Boots übrig ist. Ich versuche rauszufinden, was los ist. Ei, ei. Ich weiß, wer das Kommando hat. Unser alter Kumpel Miller. Emerson Miller? Der Bastard. Da macht wohl einer ordentlich Karriere. Miller wusste immer, wie man's anstellt. Besser als ich sogar. Vorschriftsmäßig sollte er einen Befehlskoffer dabei haben. Damit können wir aufs Agency-Netzwerk zugreifen und die Senderdaten löschen. Wo ist der? Wir haben wohl eine ganze Flotte U-Boote nach Solis geschickt. Mist. Wie ist der Plan? Ich zerlege einfach weiter U-Boote, bis ich ihn finde. Also die gute alte Rodriguez-Methode. Wenn's funktioniert, Sheldon. Herr Kleiner, Miller ist seit damals nur noch übler geworden. So wie ich. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben.
dass sie mit der Armee des Chaos geflogen sind. Wir haben Infos über eine Person, die sich der Schwarzen Hand anschließen will. Sie wartet darauf, von einem hohen Tier abgeholt zu werden. Die Rolle darfst du übernehmen. Ich brauch das Ding. Alles klar. Hol die Zielperson ab. Hey Zentrale, Fahrgast ist eingestiegen. Und jetzt fahr einfach über eine Klippe oder in ein Gebäude oder was auch immer. Sorg dafür, dass das Fahrzeug explodiert. Es muss wie ein Unfall aussehen. Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Wenn ich zu spät zu meinem Treffen komme, kannst du dich auf was gefasst machen. Und tschüss! Sargento, die Sache ist erledigt. Und wir alle können uns jetzt etwas sicherer fühlen. Danke, Rico. Rico Rodriguez, Anführer der berüchtigten Armee des Chaos. Wer spricht da? Deine Armee sitzt in der Patsche. Was soll das heißen? Ich schick dir Koordinaten. Bis dann. Pech gehabt.
Juhu! Wir haben ein paar Scharfschützen ausgebildet. Das war Miras Idee. Sie wollte, dass wir auch auf große Reichweite effektiv arbeiten können. Aber bevor ich sie in den Einsatz schicke, möchte ich sie auf die Probe stellen. Und ich glaube, ich habe die perfekte Gelegenheit dafür gefunden. In der Gegend sind Kommunikationsrelais der Schwarzen Hand aufgetaucht. Begleite diese Scharfschützen hier und schalte die Relais aus. Kommunikationsrelais? Gut, dass wir schwere Geschütze aufgefahren haben, was? Das Ding sieht so cool aus! Hey, Herr Rodriguez! Haben Sie sowas schon mal benutzt? Kann es kaum erwarten, es selbst auszuprobieren! Das waren echt heftige Explosionen. Ich liebe diesen Job. Ich würde sogar Überstunden machen. Darf ich? Dann mal los. Der Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. Eigenem Ermessen. Achtung, Ziel sitzt in einem Helikopter. Wir haben verstanden. Feind ist in einem Helikopter. Ziel nicht in Sicht. Zentrale, erbitte Befehle. Und ich habe schon neue Ideen, wo ich die beiden hier einsetzen kann. Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an.
jetzt auf dem Rückweg. Du näherst dich der USS Code Talker. Code Talker war unsere FOB in Guatemala. Wir waren mit Dima da. Vergiss Maria Kane nicht. Hab ich nicht. Verzeihung? Der Code Talker abgerechnet. Abhörtechnologie auf der Code Talker. Frage mich, was Sie rausfinden wollen.
Und los geht's. Jetzt wird mit der Code Talker abgerechnet. Viel Abhörtechnologie auf der Code Talker. Frage mich, was Sie rausfinden wollen. Sichert und geladen. Energiezellen zerstören. Jetzt wird mit der Code Talker abgerechnet. Haha!
viel Abhörtechnologie auf der Code Talker. Frage mich, was Sie rausfinden wollen. Muss auf die Energiezellen schießen. Reichweite. We'll be right back.
bist du ja! Ich muss die Energiezellen zerstören. Dann mal los. Heilung! Jetzt geht's los. Haltet die Köpfe unten! Schaltet das Ziel aus! Hab ihn gefunden! Eröffne das Feuer! Jetzt geht's los. Sesam, öffne dich! Zeit, sich um den Reaktor zu kümmern. Das hat jetzt ein Ende.
Hohoho! Doch. Hey!
Okay. Cool. Sheldon, die Code Talker ist ausgeschaltet. Jetzt kümmere ich mich um den Hauptsender des Transmitters. Jetzt mundtot. Wir stoßen später auf sie an. Ich habe die Daten analysiert. Was hast du gefunden? Die Agency war schon vor Medici an dir dran. Ich hatte keine Ahnung. Cool.
Jemand hielt dich für eine Gefahr. Ich wurde nicht informiert. Miller? Ja, kann sein. Er wäre sicher froh, wenn du weg vom Fenster bist. Sollte er besser wissen. Dass sie mit der Armee des Chaos geflogen sind. Hey, danke, dass du angehalten hast. Ich muss mir für Garland einen Drehort anschauen. Meinst du, du könntest mich mitnehmen? Verzeihung? Scheiße. Ich muss mir ein paar Drehorte für dein großes Leinwanddebüt anschauen. Meinst du, du kannst mich mitnehmen? Neulich war ich zelten und musste daran denken, wie wir Lake Pleasant gefilmt haben. Garland wollte es authentisch haben, also haben wir uns tief im Oxbow umgeschaut. Plötzlich taucht aus dem Nichts ein verdammter Grizzlybär auf. Schaum ums Maul, heult, hat Blut gerochen. Danke, Rico. Garland holt die Kamera raus und sagt, ich solle wegrennen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal in einem Hotel bleiben. Sportwagen? Auf den Bergstraßen? Das werden tolle Bilder! Oh, das könnte das Cover der Collector's Edition werden! Das wird lustig. Es wird umwerfend werden! Der böse Dr. Axmann hat die längst verloren geglaubte Nazi-Kampfmaschine gefunden und du willst verhindern, dass der Gazzolis damit in Schutt und Asche liegt! In einem Sportwagen? Du! Ach, mach einfach, Baby! Das wird lustig. Es wird umwerfend werden. Der böse Dr. Axmann hat die längst verloren geglaubte Nazi-Kampfmaschine gefunden. Und du willst verhindern, dass der Gazzolis damit in Schutt und Asche liegt. In einem Sportwagen? Du! Ach, mach einfach, Baby.
den Start. Du trittst voll aufs Gas und dein Herz ist schwer, seit du Kimberly verloren hast. Wer ist Kimberly? Oh, sie war deine jüngere Schwester. Du solltest dir wirklich mit mir die Aufnahmen vom Vortag anschauen. Mach dich bereit. Die Kampfmaschine kommt unter der Brücke durch. Ich springe doch von der Brücke. Nein, von der Klippe! Von der Klippe hinter der Brücke! Wie solltest du denn sonst auf die Kampfmaschine kommen? Thank you.
Sein, Garland. Ich habe keine Zeit für Dankbarkeit, Schatz. Ich muss einen Film drehen. Done!